baby, what do you say we go down by the river, down by the river, under that moon? Spend all night down by the river, you loving on me, me loving on you. K-Step. Man muss sich den Buchstaben K aufgezeichnet am Boden vorstellen. Und dann habt ihr diese Spitze, die ein kleiner Zeichen darstellt. Und diese Spitze wird nachgegangen am Boden. Wir haben also mit rechts einen Schritt schräg nach vor. Links wird dazu getatscht. Dann geht man mit links wieder in die Ausgangsposition zurück und toucht rechts neben links. Und jetzt schräg diagonal zurück mit rechts und links. Und links wieder in die Ausgangsposition und rechts schließt ab. Ich wiederhole nochmal. Schräg vor dazu, rück dazu, rück dazu, vor dazu. A-Step kann auch mit einer Vierteldrehung getanzt werden. Heißt, ich beginne schräg nach vor, tippe dazu, wieder zurück in die Ausgangsposition und mache jetzt nicht schräg zurück, sondern mit einer Viertel-Rechtsdrehung auf die Seite den Schritt dazu tippen und wieder schließen. Ich wiederhole das nochmal. K-Step mit Vierteldrehung, schräg dazu, rück dazu, die Vierteldrehung dazu, schließen dazu. Dann gibt es V-Steps, das ist der Buchstabe V. Müsst ihr euch auch wieder bildlich am Boden vorstellen. Man beginnt zum Beispiel mit rechts, die Ferse vorne aufsetzen, dann die linke Ferse aufsetzen, und wieder in die Mitte mit rechts und anschließend mit links zurück. Man öffnet sozusagen das V und schließt es wieder.